zusammen. So, heute wollen wir mal in die Großstadt. Bahnhoferlebnis, Verkehr, Rummel. So, dass ihr das auch mal miterlebt. Wir wünschen euch ganz und ganz, ganz viel Spaß. Toi, toi, toi. Es ist unwahrscheinlich, wie viel das eigentlich man so während dem Welpenalter für den Hund an Erlebnissen einpackt. Auf jeden Fall, mir geht es so. Ich mache mir da auch so eine kleine Checkliste, was, dass ich unbedingt alles erleben möchte mit meinem Welpen zusammen, was ihn stärkt im Sozialisieren, in der Nervenstärke, Belastbarkeit, so eben mittels Umweltreize, die man sonst eben nicht hat, vor allem jetzt so wie wir leben, so extrem auf dem Land, wo nicht so viele Fahrzeuge sind, wo keine Eisenbahn, geschweige denn ein Bahnhof. Für das mache ich einfach wirklich so zwischendurch Ausflüge, wo ich das ein und das andere erleben möchte. Und jetzt hier ist so das kleine, ganz, ganz kleine Stadtleben, wenn man dem überhaupt so sagen darf, von der Eisenbahnstation bzw. dem Bahnhof Hasle bei Burgdorf. Ja, und da geht es ja einfach nur darum, dass es dem Hund gut geht, dabei gut geht, dass er den Erlebnissen überhaupt, oder beziehungsweise dass er mit den Erlebnissen umgehen kann, dass er sich nicht zu arg aufregt, dass er sich wieder einreihen kann, wenn was nicht ganz so läuft, wie er das gerne möchte oder wie er sich das gewohnt ist. Und er verdient selbstverständlich wieder sein Futter dazu. Also für gutes Verhalten kriegt er wieder Futter. Oder wenn er jetzt zum Beispiel abgerufen werden muss, zurückgerufen werden muss, dann kriegt er sein Futter. Wir haben sonst bei uns, wo Boris ist, keine Treppen. Aber logischerweise würde ich normalerweise den Hund in dem Alter selbstverständlich noch tragen, vor allem beim Treppen runtergehen. Ich bin aber der Meinung, dass er das auch zwischendurch mal erleben soll und da so ein Erlebnis Treppe runter, Treppe rauf ihm auch nicht schadet. Zudem habe ich ihn an einer kleinen Schleppleine mittels von einem Geschirr. So kann ich ihn ständig sichern, kann nichts passieren. Wenn er irgendwo abhauen will oder nicht gehorchen oder sogar sich erschreckt und so, kann ich ihn sofort an der Leine packen und ihn sichern. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ist ja nicht ein Spiel, so wegen dem Straßenverkehr und Bahnverkehr dort. Da er aber noch nicht Leinen laufen kann, entscheide ich mich für ein ganz anderes Werkzeug, ein Werkzeug, das ich sonst nicht gebrauche. Zum Beispiel Pferdenarbeit mache ich dann mit der Schweißhalsung, mit dem Schweißriemen, also beißt in Anführungsstrichen sich das auch nicht. So habe ich das Geschirr ihn gesichert, aber er muss nicht korrekt Fuß laufen und lernt auch kein Quatsch. Da sich in die Leine zu hängen oder was auch immer, ist halt eine ganz andere Geschichte. Ich nutze natürlich alles, was da in so einem Bahnhof vorhanden ist, von Treppen, Unterführungen, die ganze Geschichte mit der Akustik, Optik, Begegnungen mit Leuten, was im Augenblick natürlich eher ein bisschen schwieriger ist, oder eben so eine kleine Liftfahrt, die er meiner Meinung nach ganz souverän meistert.
den Welpen auch schon mal ruhig zu stellen oder in der Ruhe zu halten, indem man sich irgendwo hinsetzt, ihn schon nur fürs Warten belohnt. Auch das macht Sinn. Warten ist eine Disziplin, die dann auch im späteren Leben sehr häufig vorkommt. Und da muss sich einfach der Hund ruhig verhalten. Trotzdem nicht vergessen, wenn er fordert zum Spiel oder vielleicht wieder sich Futter zu verdienen, das locker nehmen. Das sind nicht Fehler, das ist nichts Schlimmes, auch wenn er da sich sogar aus der Hasentasche sein Lieblingsspielzeug holt, dann finde ich das sogar clever und deutet auf Intelligenz. Ja, ich hole mir jetzt da die Beißwurst, dann findet ein super geniales Spiel statt. Ich bin sowieso der Meinung, apropos Fehler, man darf Fehler machen, das ist nicht so dramatisch in der Hundeausbildung, wenn da ein Fehlerchen sich einschleicht. Die Hunde verzeihen ganz viel, man kann ganz viel ausbügeln. Es gibt eigentlich die Hundeerziehung fehlerfrei gar nicht. Das passiert jedem, dass irgendwas nicht ganz so rund läuft, wie man das gerne möchte. Da nicht verzweifeln. Eben wie gesagt, die Hunde verzeihen viel. Wir können an uns arbeiten und immer besser werden. Und dadurch wird der Hund besser und dadurch wird das Team besser. Also dort immer motiviert bleiben. Und das selbstverständlich auch positiv anschauen. Ist doch eine wunderschöne Sache, wenn ein Hund so kooperativ mitmacht, Spaß daran hat, dann hat man selber auch Spaß. Und was gibt es Schöneres, als mit einem Welpen zusammenzuarbeiten? Ich finde es ganz, ganz schön, wenn der Hund sich so entspannt gibt und so schön mitmacht. Jetzt hier so wie die Liftfahrt, die er überhaupt nicht kennt, es ist doch dort Bewegung drin, die Glasscheiben, der kleine Raum. Oder eben so wie hier zu den Perros hinauflaufen, zu den Eisenbahnen oder zu den Zügen und sogar zu erleben, wie die wegfahren, sodass man ihn auch ein bisschen so beruhigen kann bzw. motivieren, belohnen kann für das ruhige Verhalten. Selbstverständlich gibt es da noch viel mehr zu erleben, nicht nur optisch, also so wie hier die Unterführung, wo plötzlich das Sonnenlicht so extremer einfällt. Sondern auch plötzlich der Lärm der Straße, die Leute, die da hin und her laufen. Und vor allem jetzt ganz extrem zu beobachten, die Gerüche von diesem kleinen Restaurant. Oder Imbissbude, oder wie man dem sagen möchte, müssen extrem gewesen sein. Das hat ihn sowas von beeindruckt. Ah, da war der Dampfabzug, der Austritt vom Dampfabzug. Obendran sieht man leider nicht. Und da sind Gerüche rausgekommen von diesen Döner oder was auch immer, Döner-Kebab. Also wirklich, ich glaube, wenn er gekonnt hätte, wäre er dort eingekehrt und hätte was gekauft. So, dann auch die Straßenüberquerung, wo wir als Hundeführer selbstverständlich noch mehr Acht geben müssen,
dass da wirklich kein Auto kommt, dass da wirklich nichts passiert, wenn er nicht laufen möchte oder so, dass er nicht aus dem Geschirr rausschlüpfen kann. Ja, und so sind wir wieder beim Bahnhof, wo gerade ein Zug einfährt, so dass man das auch locker nehmen kann. Ja, jetzt befinden wir uns gemeinsam auf dem Perron. Die Züge fahren ein oder fahren weg. Der Hund soll sich ruhig verhalten können. Sogar schon gewisse Gehorsamsübungen mitmachen. Das ist immer der beste Beweis, wie nervenstark das der ist, wie belastbar das er schon ist und wie er Gehorsamsarbeiten wie das Sitzplatz, das Bleib schon begriffen hat. Und das wieder alles so in einer Form von Motivation erarbeiten, so dass er wirklich Spaß hat, dass man halt selber als Mensch immer das Attraktivste bleibt und er sich so gar nicht groß vom Umfeld oder vom ebenso wie ein Zug oder eine Bahn, die jetzt wegfährt und so beeindrucken lässt. So, jetzt sind wir schon wieder auf dem Rückweg zum Fahrzeug. Ich mache es so, wie Einstein schon gesagt, ich mache so eine Checkliste. Ich empfehle das euch auch. Was möchte ich denn alles gemeinsam mit meinem Welpen in der besten Zeit, also in der Prägungs- und Sozialisierungsphase, so ungefähr zwischen der 10. und 16. Woche, auch wenn es ein bisschen später ist, spielt keine Rolle, erleben von Bahnhöfen, Straßenverkehr, Tunnels, Fahrstühle, einfach was euch in den Sinn kommt, Brücken und. Denkt daran, das ist die wichtigste Zeit. Er ist am offensten für was positiv zu empfangen bzw. umzusetzen für sich. Und was ihr dann auch später mit dem Hund arbeitet, hilft das euch sehr, wenn er nicht so beeindruckt ist, dass die Arbeit eben nicht mal mehr geht. Ich ritualisiere sogar zum Abschluss das Einsteigen, so dass er Spaß dran hat. Ich werfe meistens so ein paar Futterbrocken in die Hundebox. Das Anleinen, Ableinen und so soll auch ein Ritual werden. Ja, und so hoffe ich, dass ich euch wieder ein Stücklein zeigen konnte, was ich so mit meinen Welpen mache. Ich wünsche euch beim Umsetzen viel Spaß. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch oder teilt es. Oder was uns natürlich riesig freut, wenn ihr unseren Kanal abonniert. In dem Sinn viel Spaß. Euer Boris und Uli.